Hallo alle zusammen. Guten Morgen. Wie geht's? Ich bin Mustafa, euer Deutschlehrer. Heute sprechen wir über die Kleidung. Meine Kleidung oder meine Klamotten. Wie heißt das auf Deutsch? Der Rock. Noch einmal, der Rock. Bitte, wir lernen die Nomen immer mit Artikel. Wir haben der, das, die und die Plural. Der Rock, noch einmal, der Rock, der Mantel, der Mantel, der Pullover, noch einmal, der Pullover, der Anorak, noch einmal, der Anorak. Wie heißt das auf Deutsch? Das heißt Desktop. Noch einmal, Desktop. Das Polohemd. Noch einmal, das Polohemd. Das Sweatshirt. Das Sweatshirt. Das T-Shirt. Noch einmal, das T-Shirt. Das Kleid. Noch einmal, das Kleid, das Hemd, das Hemd, die Bluse, noch einmal, die Bluse, die Hose, die Hose, die Jacke, noch einmal, die Jacke, die Stiefel. Noch einmal, die Stiefel, die Schuhe, noch einmal, die Schuhe, die Jeans, die Jeans. Jetzt lesen wir Beispiele. Nummer 1, der Rock ist neu, der Mantel ist klein, der Pullover ist schick. Entschuldigen, der Pullover ist schick. Der Anorak ist blau. Das Top ist groß. Das Polohemd ist alt. Das Sweatshirt ist modern. Das T-Shirt ist grau. Das Kleid ist alt. Bitte. Lernen Sie die Nomen mit Artikel, der, das, die oder die Plural. Die Bluse ist gelb. Die Hose ist modern. Die Jacke ist weiß. Die Stiefel sind neu. Achten Sie bitte. Das Verb sind kommt immer mit Pluralform. Die Stiefel sind neu. Die Schuhe sind neu, sind alt. Die Schuhe sind alt. Die Jeans sind klein. Jetzt lösen wir diese Übung. Ergänze mit der, das, die oder die Plural. Nummer 1. Pullover ist schick. Was ist der Artikel von Pullover? Der, das, die oder die Plural? Der Artikel von Pullover ist der. Ja, gut. Nummer 2. Jeans sind klein. Sind kommt mit Pluralform. Ja, die richtige Antwort ist die Plural. Die Jeans sind klein. Gut. Nummer 3. Anorak ist blau. Was ist der Artikel von Anorak? Ja? Was ist der Artikel von Anorak? Der, das, die oder die Plural? Der Anorak, ja. Der ist richtig. Nummer 4. Top ist groß. Das Top. Nummer 5. Das Polohemd ist alt.
Nummer 6. Was ist der Artikel von Sweatshirt? Der, das, die oder die Plural? Das Sweatshirt. Ja, gut. Nummer 7. Der Rock ist neu. Die richtige Antwort ist der. Mantel ist klein. Der, das, die oder die Plural? Der Mantel. Ja, der Mantel ist klein. Nummer 9. Kleid ist alt. Das Kleid ist alt. Okay? Nummer 10. Hemd ist neu. Was ist der Artikel von Hemd? Das, ja, gut. Das Hemd ist neu. Nummer 11. Das T-Shirt ist grau. Nummer 12. Der, das, die oder die Plural? Bluse. Ja, die Bluse. Die Bluse ist gelb. Nummer 13. Stiefel sind neu. Wir benutzen sind immer mit Pluralform. Okay? Die Stiefel sind neu. Nummer 14. Hose ist modern. Die Hose ist modern. Nummer 15. Jacke ist weiß. Die Jacke ist weiß. Nummer 16. Schuhe sind alt. Ja, sind mit Pluralform. Die Plural. Okay, wie heißt das auf Deutsch? Ja, wie heißt das auf Deutsch? Das Kleid. Ja, gut, das Kleid. Und das ist das Hemd. Ja, das ist das Hemd. Wie heißt das auf Deutsch? Die Stiefel. Ja, super. Und das? Wie heißt das auf Deutsch? Oder was ist das? Das ist das T-Shirt. Ja, und das? Wie heißt das auf Deutsch? Kannst du? Ja, das Top. Und das? Die Schuhe. Gut? Die Jeans. Der Pullover. Der Anorak. Ja, der Anorak. Und die Jacke. Der Anorak und die Jacke. Wie heißt das auf Deutsch? Oder was ist das? Das ist der Mantel. Der Mantel. Und der Rock. Ja, danke. Viel Erfolg. Tschüss.